Electronic Arts. Coldwood. Oh, einen Moment, ganz kurz. Wieder gerade ein bisschen laut auf meinen Ohren. So, auch wenn es schöne Musik ist. So, drücke A, um den aktiven Controller auszuwählen. Okay, der aktive, der befindet sich gerade in meinen Händen. Würde ich mal behaupten. Synchronisieren, das ist auch gut. Oh, richtig hinhocken, wäre auch noch eine gute Idee. Für etwas hat man ja eine Lehne am Stuhl. So, dann synchronisiere mal ein bisschen schneller. Eigentlich musste gar nicht unbedingt synchronisieren, weil wir beginnen ja sowieso ein neues Spiel. Von dem her... Also mach jetzt bitte. Synchronisieren, bitte. Sonst werde ich gleich auf Abbrechen drücken, weil es spielt ja keine Rolle. Ich sag's nicht nochmal. 3, 2, 1. Du wolltest es nicht anders. Sync beenden. So. Jetzt muss es aber trotzdem noch laden. Diesen Wirbel da unten. So. Ja, fortfahren können wir trotzdem, okay. Aber wir beginnen natürlich ein neues Spiel. Und es wird nicht mal angezeigt, welches Spiel es ist. Wir spielen nämlich heute Unravel. Die meisten kennen es vielleicht schon. Ich finde es persönlich ein wunderschönes Spiel und das war auch schon ein bisschen länger auf meiner Let's Play-Liste. So, ich drücke mal A. Bist du sicher? Ja. Würde ich schon behaupten. So. Was passiert jetzt als erstes? So, hallo kleiner Mann. Wo sind wir denn hier? Was ist das denn für eine Welt? Sie kommt mir so groß vor. Und was ich noch sagen will, Lyca Blomar Ursma Enkla Ting. Das muss auch mal gesagt werden. Nein, keine Ahnung, es steht da hinten auf dem Kissen. Aber... Ganz ehrlich, grafisch, Bombe, wirklich schön. Und wir spielen Yarny, ein Männchen, das aus einem Faden besteht. Und während wir durch die Welt reisen, wie jetzt gerade, hinterlassen wir immer ein Stück unseres Fadens. Der Faden wird sich durch die ganze Welt ziehen, durch die wir wandeln werden. Und was ich auch noch zum Spiel sagen möchte, der Entwickler... Sowie das Spiel selbst, also der Entwickler kommt aus Schweden und das Spiel selbst spielt auch in Schweden. Und ganz ehrlich, von Schweden muss ich sagen, hatte ich immer so das Gefühl, ja, ist sicher ein wunderschönes Land, aber da hat es doch immer Schnee und ist eher kalt. Aber das stimmt nicht, wie man hier sieht. Das stimmt nicht. Im Sommer haben die natürlich auch mal keinen Schnee. Und Schweden wäre definitiv auch noch ein Land, das ich gerne mal bereisen würde. So, was haben wir hier? Eine schöne Katzenkerze sieht man da vorne. Die wirft dann so Schatten, wenn es dunkel ist. Ein Buch mit Fotos, die man aber nicht erkennen kann. Ich glaube, da kommen wir später nochmal darauf zurück. So, und was haben wir da? Kekse, Kekse, nimm Kekse, nimm Kekse. Ich kann leider nicht näher da an die Kekse ran. Mann. Und Zucker, Zucker, Zucker. So, und da ein paar Fotos und eine Teekanne im Hintergrund.
schöne Möbel. Ich glaube, jedes Land auf der Welt, in jedem Land auf der Welt werden Möbel aus IKEA gekauft, aber ich glaube, in Schweden selbst kauft man die Möbel nicht bei IKEA. Habe ich irgendwie so das Gefühl. So, wo kommen wir denn hier hin? So ein alter Holzofen? Und dazu das nötige Werkzeug. Da springen wir gleich mal drauf. Ich mag das, so eine Welt erkunden aus den Augen eines ganz kleinen Lebewesens. So, das wäre glaube ich schon das erste Level. Disteln und Gräser. Die Musik finde ich auch schön. Anscheinend wirklich so ein bisschen schwedisch, so ein schwedisches Flair verleihen. Und man hat jetzt gerade ein Bild gesehen, in dem ein paar Personen verschwunden sind. Aber wieso, frage ich mich. Wieso? Was man auch dazu sagen muss, man muss bei dem Spiel vielmals in Metaphern denken. Was das genau bedeutet, werde ich später noch erklären. Boah, ist ein kühler und sonniger Morgen. Da freue ich mich, da würde ich gerne mal in den Garten gehen und ein bisschen die Welt erkunden. Schmetterlinge fliegen umher, die Vögel zwitschern, das Laub blüht, die Blumen sprießen. Was wir wohl entdecken werden? Oh, noch ein Schmetterling. Bleib doch hier. So. Und wie ihr seht, wir verlieren langsam unseren Faden. Aber das ist nicht schlimm, Leute. Keine Sorge. Mist, jetzt hatte ich ihn beinahe. Ist er mir wieder entwischt. Irgendwann werde ich einen Schmetterling erwischen. Dann werden wir Freunde sein. Oh, wir haben fast keinen Faden mehr. Oh, Ziel. Nein, noch ein Stück. Da oben. Beim Schmetterling ist noch mehr Faden. Oder Garn. Garn, nennen wir es mal Garn. Halte RT gedrückt, um das Lasso zu werfen. Lasso, wuh! Halte RT gedrückt und bewege dich nach links, um die Sonnenuhr herunterzuziehen. Aber wir wollen doch nicht die schöne Sonnenuhr zerstören vom Garten. Da wird die Oma aber keine Freude haben, jetzt ist sie sogar kaputt. Heieiei, so ein schönes Spiel und wir schänden gerade den Garten der Oma. Was ist denn das? Wenn du rennst, kannst du höher und weiter springen. Na gut. Oh, das ist das Lasso. Sieht schon cool aus. So. Ah, rennen? Wie renne ich? Einfach so, ganz normal? Ja. Muss ich nicht irgendetwas drücken, da rennt er ganz fröhlich vor sich hin. Bisschen an den Blumen riechen. Ah, so und weiter. Halte B gedrückt, um nach Dingen zu greifen. Bewege den Topf weiter nach links. Wieso nach links, nicht nach rechts? Komme ich da hoch? Ah nein. Wegen dem nach links. Halte LT gedrückt, um dein Garnende zu greifen. Der linke Stick dient zum Klettern. Ah ja, tatsächlich. Und genau das Garn, das wir zurücklassen, wenn wir uns entwirren, können wir auch benutzen, um über Hindernisse hinwegzukommen oder um Rätsel zu lösen. So. Dann ziehen wir das hier näher dahin, noch ein bisschen näher. Klettern wir hier wieder rauf und können ganz locker drüber. Wieder ein Schmetterling. Irgendwann werde ich einen fangen, bestimmt. Halte RT gedrückt, um das Lasso zu werfen. Cool. Was ist das, wo wir draufstehen? Ein Brunnen, der versiegelt ist? Könnte sein, könnte sein. Was ist das? Ein Junge? Mit einem Stock? Ich glaube. Wozu hat er einen Stock? Ist da noch ein Hund weiter rechts, mit dem er spielt? Es sind so quasi jetzt Erinnerungen, die auftauchen von früheren Ereignissen, die hier passiert sind. Und jedes Mal, wenn wir so einen begegnen, sammeln wir sie auf und behalten sie in uns. In unserem garnigen Herzen, sage ich mal.
Wenn Oberflächen so glitzern, kannst du an ihnen hochklettern. Dabei dient der linke Stick zum Klettern. So, warte, bevor wir hochgehen, will ich nur kurz schauen, ob wir hier unten etwas haben. Haben wir zwar, und zwar Pilze, aber die helfen uns momentan nicht, um weiterzukommen. Pilze können uns bei anderen Sachen helfen, zum Beispiel sind Steinpilze schmackhaft, um mit ihnen zu kochen. Oder dann gibt es noch ein bisschen speziellere Pilze, die ein bisschen andere Wirkungen haben, falls man das will. Aber darauf werde ich jetzt nicht näher reingehen. Wir wollen hier schön sittlich bleiben in diesem Spiel. So, und uns von Baum zu Baum schwingen. Das ist auch schön. Drücke X, um das Garn anzubringen. Versuche hier eine Garnbrücke zu bauen. Mit X bringe ich das Garn an. Okay. So. Die Garnbrücke als Katapult. Um dich zu katapultieren, muss der linke Stick nach unten gezogen und anschließend losgelassen werden. Okay, klettern wir rauf. Und whoop! Mega cool! Eben wie gesagt, unser Garn ist wirklich nützlich, um über Hindernisse hinwegzukommen. Oh, ein Vogelhaus, da ist noch ein Vögelchen drin. Hallo Vögelchen, ich bin ein Lieber, ich klatsche sogar. Komm raus ins Spiel. Oder lass mich auf die fliegen, das wäre doch auch schön. So. Dann bringe ich mal einen Knoten an dein Vogelhaus an, ich hoffe es stört dich nicht. Knabber mir bitte nicht den Faden durch, der ist sehr wichtig. Und, ouch, oh, Äpfel. Ouch. Da kommt mir gerade Isaac Newton in den Sinn, falls jemand die Referenz kennt. Wegen der Schwerkraft und der Apfel, der vom Baum fällt. So. Kurz warten. So. Kurz das Headset gerichtet. Muss auch sein. So, und dann... warte. Erinnerst du dich an dein Lasso? Ja, tue ich. Halte RT gedrückt und der linke Stick lässt dich nach oben klettern. Ach so. Du kannst beim Klettern Knoten binden. Drücke X, um dein Garn anzubringen. Okay, wir können gleichzeitig klettern und Garn anbringen. So, dann schwinge ich mich mal ganz mutig darüber und bringe ebenfalls einen Knoten an. Dann haben wir hier wieder ein schönes Trampolin und springen darüber. Und wir sind jetzt schon in der Baumkrone. Und haben eine schöne Aussicht und hören immer noch die Vögel zwitschern. So, um von bestimmten Plattformen herunterzuspringen, muss der linke Stick nach unten gezogen und A gedrückt werden. Ihr seht hier dieser Ast, da können wir ganz einfach durchhüpfen. Halte LT gedrückt, der linke Stick lässt dich dann sicher an deinem Garnende herunterklettern. Okay, machen wir das mal ganz sanft, so wie es uns gesagt wird. Und schwingen noch ein bisschen, hui! Okay, nicht mehr schwingen. Nein! Ah! Es tut weh.